Nächster Redner für die Fraktion Die Linke, Dr. Dietmar Bartsch. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! In den Wochen nach dem furchtbaren völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf die Ukraine hat Europa, hat die EU etwas erlebt, was in den letzten Jahren jedoch sehr selten widerfahren ist. Es gab Hoffnung, es gab Sehnsüchte, die sich mit der EU verbunden haben. Ja, es war ein Einschnitt, ja, es war eine Zeitenwende, unbestritten. Aber Fakt ist auch, vor dem jetzigen erneuten Treffen des Europäischen Rats sind diese Hoffnungen vielfach verpufft. Und meine Damen und Herren, ich will Ihnen mal feststellen, dass die Fraktion der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament aktuell in einem Korruptionssumpf versinkt. Ich hätte mir gewünscht, dass das zumindest mal erwähnt wird. Einer der größten Skandale, den wir in der letzten Zeit hatten, meine Damen und Herren. Das ist doch unfassbar. Und kein Wort dazu. Und, meine Damen und Herren, auch die Krisenlösungsfähigkeit der Europäischen Union, die entpuppt sich immer mehr als eine Luftnummer. Ja, ich weiß, es ist viel getan worden. Und ich will auch deutlich sagen, wir als Linke unterstützen alle humanitäre Hilfe für die Ukraine. Und ja, ich sage deutlich Danke an die Hilfsbereitschaft vieler Menschen in unserem Land, die Geflüchtete aufnehmen, ohne Wenn und Aber. Aber es stimmt eben auch. 254 Mal taucht das Wort Europa in Ihrem Koalitionsvertrag auf. Aber für die Menschen in Deutschland gilt leider, und täglich grüßt das Murmeltier. Die Tagesordnung ist wie immer. Aber europäische Lösungen für die Inflation und für die Energiekrise, da ist weitgehend Fehlanzeige, meine Damen und Herren. Und das hat eben viel mit Ihnen zu tun, mit der Bundesregierung. Das Beispiel Gaseinkäufe. Erst wollten Sie nicht, nun doch. Dann die Übergewinnsteuer. Wollten Sie nicht. Und während andere in Europa das lange gemacht haben, haben Sie sehr lange mit einem anderen Namen und eine Nummer kleiner das getan. Und was ist eigentlich mit der europäischen Gaspreisbremse? Auch da keine Antwort. Ich meine, das US-Investitionsprogramm. Sie haben Fragen gestellt. Sie haben nach Antworten gesucht. Ich hätte mir gewünscht, dass außer intensiven Gesprächen hier klar gesagt wird, was wird denn da getan? Das ist mir alles viel zu wenig. Ich sehe nur ein Maximum an Selbstgerechtigkeit, viele verprellte Partner in der Union und vor allen Dingen unzufriedene Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, meine Damen und Herren. Herr Bundeskanzler, Sie haben Ihre Energiepolitik gelobt und den schnellen Ausbau der Terminals und so weiter. Aber zur Wahrheit gehört doch auch, seit Wochen herrschen Temperaturen um den Gefrierpunkt und Millionen Haushalte und Betriebe haben in den letzten Wochen astronomische Preiserhöhungen für Strom und Gas im Briefkasten vorgefunden. Keine dieser Preiserhöhungen wurde vom Wirtschaftsminister kontrolliert. Nur erklärt Herr Habeck zwar, Preiserhöhungen wären null und nichtig, außer sie können durch die Beschaffungskosten begründet werden. Aber wann beginnen denn nun endlich die Kontrollen, meine Damen und Herren? In zwei Wochen ändern sich die Tarife. Müssen die Leute zahlen oder nicht? Das ist unklar. Die Menschen haben Existenzängste, und sie kommen viel zu spät, meine Damen und Herren. Und ich will noch auf einen Punkt aufmerksam machen. Die Erneuerbaren haben Sie hier gelobt. Ja, das ist ja völlig richtig, Sie verbal zu loben. Aber Ihre Energiepolitik, die ist teuer und die ist klimaschädlich. Und vor allen Dingen gibt es dort eine erhebliche Doppelmoral, meine Damen und Herren. Die Windenergie, der Ausbau geht seit 2017 stetig zurück. Und in diesem Jahr stagniert das auf dem Niveau des Vorjahres der Großen Koalition. Das ist die Wahrheit. Fast die Hälfte des produzierten Stroms in Deutschland stammt phasenweise aus der Kohle, meine Damen und Herren. Deutschland ist unter der Ampel die Klimadreckschleuder Europas. Das ist die Wahrheit, meine Damen und Herren. Das ist schlicht wahr. Die gute Nachricht ist, dass ein Jahr schon vorbei ist. Aber ich kann nur eins raten. Korrigieren Sie Ihre Selbstzufriedenheit, auch bezüglich Europas. Die Bürgerinnen und Bürger haben Besseres verdient als dieses Wir lassen niemanden allein und lauwarme Ankündigung aus Brüssel. Endlich weniger Selbstzufriedenheit und mehr Engagement, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank.